Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mass Effect. Tut mir leid, dass mit der letzten Aufnahme, da habe ich es vergeigt, nochmal den Schluss dran zu schneiden und habe es nicht bemerkt. Da will ich nochmal sagen, was ich da gesagt habe ungefähr. Ja, wir gehen jetzt zur Zitadelle Sicherheitsakademie und holen uns da spezielle Waffen und ein spezielles Training, was uns ganz herzlich versprochen wurde. Ja, außerdem habe ich noch gegenüber Rex gemeckert, dass die Politiker... dass das alles typisch für Politiker ist, dieses ignorante Benehmen. Ja, und dann schreiten wir noch die letzten paar Meter durch den Tine-Wittler-Gedenkgarten. Schön. Können auch mal andere Bäume als rot pflanzen. Und fahren jetzt mit dem erschreckend langsamen Zukunftsaufzug zum Präsidium. Und der schlechten Zukunftsfahrstuhlmusik. Damit ihr euch die auch antun müsst, halte ich jetzt die Klappe. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. So, endlich sind wir unten und diesen Aufzug habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Deshalb weiß ich nicht, wo ich bin. Da ist Avina. Oh, ein Keeper. Jetzt kriegen wir 50 Credits dafür. Bitte stören da Sie die Keeper nicht. Mach ich, aber da steht jetzt ein Mini-Portal. Bestimmt eine coole Statue. Jetzt gehen wir einfach mal weiter und dann ist noch ein Keeper. Wieder mal im Jogschritt dahin. Geht natürlich nicht schneller. Und wieder 50 Credits. Die müssen eben doch mal beim Soldatentraining Laufen beigebracht haben. Nun komm, jetzt mach mal schneller, ne? Das Schöne ist, gleich dürfen wir gemeinsam noch eine schnöde Aufzugfahrt genießen. So heißt es. Ich muss mal Grammatik lernen. Und wieder einmal dürft ihr euch die schöne Fahrstuhlmusik reinziehen, während ich die Klappe halte. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. So, dann sind wir auch schon in der Ladezeit angekommen. Nein, ich war natürlich in der Zivilsicherheitsakademie. Und jetzt würde ich doch gerne mal den Ausbilder sehen. Ich guck mal einfach eben auf die Karte. Da ist er. Das heißt, ich muss hier runter. Und ein Keeper. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Jo. Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Ja. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben.
Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. So, dann wollen wir mal gucken, was die guten Sachen sind. Ja gut, die Rüstung bringt mir nichts. Ich bin kein Kroganer. Ich kann mir das ja alles nicht leisten. Wo ist denn hier was, was ich mir leisten kann? Ui. Naja, besser als nichts. Ich kann dann eine Granate mehr tragen. Boah. Mein lieber Scholli. Dann verkaufe ich halt die überflüssigen Dinge, die ich noch so hab. Was auch nicht sonderlich viel ist. Super. Das hat sich natürlich jetzt mal so richtig gelohnt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen sollte. Ich glaube, ich sollte zur Andockbucht. Und wie gesagt, zieht euch einfach mal die super geile Fahrstuhlmusik rein. Die sollten sie separat rausbringen. Würde sich jeder kaufen. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Ich glaube, wir sind da. Yay. Und da hinten ist auch schon wieder dieser Kotzbrocken Odina. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt ihm. Hä? Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Kommen Sie, Captain. Sie sind es mir schuldig. Ich war vor 20 Jahren in Ihrer Situation, Shepard. Sie hatten mich als Spectre ausersehen. Warum haben Sie es nie erwähnt? Was hätte ich denn sagen sollen? Ich war zu dumm, ein Spectre zu werden? Ich habe versagt, Commander. Und ich bin nicht gerade stolz darauf. Fragen Sie mich später. Dann erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte. Vorerst müssen Sie nur wissen, dass ich zusammen mit Saren auf einer Mission war und er dafür gesorgt hat, dass mich der Rat ablehnt. Ich hatte meine Chance, Shepard. Sie kam und ging. Jetzt haben Sie die Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Aber wenn Sie es tun, kann die Röhre Sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Das will ich auch mal hoffen. Ich werde ihn aufhalten. Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteana spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Nur um sozusagen wieder mal ein falscher Aussprechalarm. Es heißt nicht Liara Zoni, sondern Liara Tissoni. Nur mal so am Rande. Womit ich auch anfangen werde, weil ich will meine Crew komplett haben. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster.
Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ja, dann bin ich halt vorsichtig. Hust. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Ich habe auch keinen anderen Fall. Ich will endlich auf die Normandy. Bereithalten, Landungsdruck. Das ist ja cool. Dekontamination aktiv. Cool, dass sie das noch mit der Dekontamination eingebaut haben. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige. So, jetzt kommt noch eine fesselnde Ansprache, während ich mal die Klappe halten werde. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wenn wir die Traverse erreichen, werden seine Verbündeten schon auf uns warten. Aber auch wir werden vorbereitet sein. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Das war mal wieder ein Moment der Epicness mit Gänsehautfaktor. Jawohl. So, da wir noch ein bisschen Zeit haben, werde ich erstmal die Runde machen und, naja, mit Leuten quatschen. Was für euch natürlich unheimlich spannend ist, aber ich werde es machen. Das Schlimmste zuerst. Und damit meine ich mit Alenko reden. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Wen haben wir hier noch? Keinen. Nett. Dann fahren wir mit dem... Nein, Fahrstuhl runter. So, mit den anderen werden wir in der nächsten Folge reden. Bis dahin.